Kriegt er das hin? Boah. Bloß nicht plotzen lassen. Oh. Da läuft Wasser aus. Was? Was? Eieiei, das geht ja schon mal gut los. Scheiße, scheiße, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Ja, ich bin jetzt gerade etwas sprachlos. Also das lange Warten hat endlich ein Ende. Die HMX3 sind in der Redaktion angekommen. Und ich darf euch jetzt schon mal versprechen, in diesem Video werdet ihr die Höllenmaschine in ihrer ganzen Pracht sehen. Außerdem erzählen wir euch, wo die ganzen Probleme lagen. Und wir erzählen euch auch, wann die Bildvideos anfangen und wie es weitergeht eigentlich. Setz dich mal die Maske auf, weil ich begrüße Basti. Grüß dich, Basti. Moin, Michi. Ja, lange nicht mehr gesehen. Genau, Michi hat es ja schon gesagt, hier ist jetzt endlich die HMX3 hier unten in einer richtig fetten Holzkiste mit dem Aufzug Uran. Mancher hat ja schon gemunkelt, wir haben dieses Jahr extra ein Atomkraftwerk mit dabei. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal aus und schaffen es rüber ins Höllenstudio, oder? Chris, kannst du dem Basti schon helfen, das rüberzuheben? Ich bin ein bisschen gehandicapt heute. Ja, ich kann ja die Kamera so lange nehmen, wenn du willst. Ja. Also, jetzt wollte ich dir gerade den Müll in die Hand drücken, damit du ihn entsorgen kannst. Ja, vielen Dank. Cool, ich darf endlich mal Kameramann spielen. Habt ihr eigentlich schon das Branding hier gesehen? Geh mal aus dem Weg. Guck mal hier, das Branding. Da steht schon HMX3 auf der Holzkiste drauf. Also macht mal, Jungs. So, was meinst du, wiegt das Ding? Holy shit. Aber schön aus dem Rücken raus, gell? So, ihr seht jetzt Kamerakind Michi. Lebst noch? Ja. Ja. Na, wisst ihr was? Ich bleibe einfach mal an der Kamera und ihr fahrt das mal rüber. Ich muss jetzt dirigieren, ich sehe nichts. Ich habe keinen Rückfahrspiegel. So, einer muss die Tür aufmachen. Gibt es eigentlich so eine goldene Regel? Regel 2/3, 1/3, wie bei der Fotografie? Ja, die gibt's. Ja? Oh, kommt ihr da überhaupt durch? Ja, Maßarbeit. Ja, okay. Oh, ja, sieht so richtig aufgeräumt aus. Michi, warst du das? Das ist irgendwie, es wundert mich gerade. Okay, dann übergebe ich jetzt wieder die Kamera an dich. Cool! Man sieht übrigens ganz gut an unsere Freude und unsere Überraschung. Ja. Wenn wir jetzt gleich die Kiste aufmachen, dann gibt es eine Premiere. Die HMX3 ist tatsächlich erstmals schon komplett zusammengeschraubt. Wir erzählen euch jetzt, warum das so ist. Ja, Problem Nummer 1, einfach Corona-Vorschriften. Wir können hier nicht mit unendlich vielen Personen leider gleichzeitig drehen. Grund Nummer 2, warum es sich jetzt verzögert hat, waren erstmal die Wasserkühlblöcke, die leider etwas sich verzögert haben und dann noch im Zoll festhingen. Dann sind die endlich bei Invasion Labs eingetroffen, die mussten die Distroplates extra noch nachhinein fertigen. Und ja, eigentlich haben wir jetzt eben gehofft, dass wir im Januar ganz normal drehen können, was aber jetzt eben leider nicht der Fall ist. Ja, ihr müsst deswegen aber nicht auf die Bildvideos verzichten, weil der Florian von Invasion Labs, der hat fleißig mitgedreht, als er die HMX3 zusammengeschraubt hat. Und wir werden vielleicht dann auch noch in einem Videocall oder vielleicht sogar in einem Livestream ihn dazu holen. Dann kann er was erzählen. Ihr könnt Fragen stellen. Wir können natürlich auch das Ganze noch kommentieren. Also ihr werdet auf jeden Fall nicht um eure Bildvideos beschissen. Genug gelabert. Unboxing! Das ist ja jetzt eine Premiere, ne? Weil wir wissen ja auch noch nicht, wie das Ding ausschaut. Wir haben ja bisher nur 3D-Zeichnungen gesehen. Und in Natura haben wir sie auch noch nicht gesehen, aber sie ist auf jeden Fall schon mal gut verpackt. Das finde ich gut. Es kommt noch eine Verpackung. Ja, okay. Chris, warte mal. Was können wir hier noch? Das kann man so rausheben. Chris, könntest du schön beim Rausheben helfen? Holy shit. Meinst du, die ist schwerer als die letztes Jahr, Michi? 50 bis 60 Kilo, schätze ich mal. Kriegt er das hin? Boah. Und bloß nicht plotzen lassen, gell? Ja. Ich muss vor allem da irgendwie rauskommen. Den Tisch damit. Oh. Danke für deinen Einsatz, Chris. Danke, Chris. Ja, blöd. Blödes Timing, ne? Ja, ganz blöd, Michi. Du bist auch super traurig drüber. Ich sehe es dir an. Okay. Also los, aufmachen. Der große Moment ist gekommen. Oh, ich sehe schon was leuchten hier. Boah. Ja, genau. Muss oh, da läuft Wasser aus. Warum das denn? Was? Was? Ist die befüllt? Ey, das ist ganz schlecht. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass da irgendwas undicht ist. Ja, komm, ja, lass mal das Beste hoffen. Ja. Scheiße, scheiße, scheiße! Ist nicht viel, ist vielleicht irgendwie Restwasser gewesen. Das will ich jetzt mal sehr hoffen. Eieiei, das geht ja schon mal gut los. So, ich versuche das mal hier so runter zu wickeln. Und dann tust du es jetzt mal hochstemmen. Achtung, kommt! Ja, geht's? Ja. Wir vorne okay, auf den dann Tisch kippen wir es ein bisschen in die Richtung. Dann
ist jetzt der große Moment gekommen. Oh, das ist ganz schön nass hinten. Was hat die denn abgekriegt? Die ist nass. Ja, die ist gut nass. Das sieht nicht gut aus. Hier ist ein Lappen. Das tropft ordentlich. Eieiei. Wir hatten doch gesagt, dass die leer verschickt wird, oder? Ich hoffe mal, das war nur Restwasser. Ja, das hoffe ich auch mal. Ja, ich bin jetzt gerade etwas sprachlos. Also, was man auf jeden Fall auch schon sieht, hier hinten ist jetzt eben aktuell nur eine Plexiglasscheibe. Das soll eigentlich final eben auch noch eine Glasscheibe werden. Komm mal vor, jetzt machen wir einfach mal auf. Ich hoffe jetzt mal, dass da nicht noch mehr Wasser rauskommt. Ja. Das wäre ziemlich ungut. Naja, wir hatten eigentlich vereinbart, dass sie leer verschickt wird. Aber in den Radiatoren bleibt natürlich immer noch ein bisschen Restwasser übrig. Also ich hoffe jetzt mal, dass es das ist. Das ist übrigens Echtglas hier dann schon. Und ihr seht auch hier sehr schön das HMX3-Logo. Jetzt ganz vorsichtig. Schieben die am besten hin, dass sie nicht irgendwie umfällt und kaputt geht. Auf jeden Fall gut verpackt, genauso wie letztes Jahr. Ich hoffe, ich muss sie nicht wieder einpacken, weil das war nämlich letztes Jahr ein Riesenaufwand, als wir die verpackt haben für die Gamescom. Weil man bringt es nie wieder so rein, wie es jetzt da drin ist. Ich würde sagen, ich versuche jetzt mal hier vorsichtig alles zu entfernen, was da drin ist. Es sieht bisher ganz gut aus, dass das Wasser, glaube ich, nur aus den Radiatoren raus. Wobei da ist scheiße, da ist ein bisschen Wasser drin. Na, was sagt ihr? Schaut doch schon mal gut aus, oder? Boah, ich muss sagen, die Idee mit dem Spiegeldesign, die war mega. Ja. So, und jetzt könnt ihr schon mal sehen, ne? Gespiegeltes Design. Da haben wir eine Distroblade drin. Und auf der Seite müsste auch eine drin sein. Genau, also der Grundansatz hinter diesem Design war eigentlich, dass mehr oder weniger eben der Wasserkühlblock und die beiden Grafikkartenblöcke auf etwa der gleichen Höhe quasi enden. Also die In- und Outlets sind auf der gleichen Höhe. Und dementsprechend sind dann eben die Distroplates, also wir haben jetzt eben hier links eine Distroplate und hier rechts eine Distroplate, mehr oder weniger gespiegelt sind. Und eben durch dieses Design die Länge der Tubes also minimal ist, also ich glaube, es ist nahezu nicht möglich, in so einem System noch kürzere Tubes zu haben, als es jetzt eben hier der Fall ist. Und wir sind jetzt eben um das Mainboard außenrum und eben auch unten diese Abdeckung mit den Lüftern. Ist alles komplett verspiegeltes Design, was ich mega, mega cool finde, weil dadurch wirkt das System einfach noch größer. Und die Hardware kommt dann einfach nochmal viel, viel krasser zur Geltung, als es so schon der Fall ist. Ja, ihr seht schon an den zwei Pumpen, also es sind zwei Kreisläufe. Ein Kreislauf für die Grafikkarte und wie gesagt, ein Kreislauf für die CPU. Das heißt, wir haben auch bei der Farbauswahl, die Möglichkeit, da ein bisschen zu experimentieren. Ja gut, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen noch unsere M2-SSDs von Western Digital einbauen, also die WD Black. Da müssen wir hier eh noch ein paar Sachen abnehmen, damit wir da rankommen. Ne? Ich muss echt sagen, so das Gesamtdesign, das haut einen schon echt um. Also man muss, glaube ich, erst ein bisschen weiter weggehen, um es überhaupt ganz zu sehen, weil es einfach so ein Riesenteil ist. Und man muss halt einfach eben sagen, also es ist, wie gesagt, jetzt ein Unikat. Also die wurde extra für uns für die HMX3 angefertigt, also die gibt es kein zweites Mal, eben auch gerade jetzt mit dem Spiegeldesign, das ist eben extra jetzt nur für uns so entworfen worden. Und auch die Lackierungen und eben das Logo hier unten drin auf der Rückseite ist eben auch nochmal das Logo, das dann beleuchtet ist und dass man eben dann, sobald sie fertig ist, durch die Glasrückscheibe sehen kann. Das ist alles, wie gesagt, nur für die HMX3 gefertigt worden. Wir haben die HMX3 jetzt mal umgedreht und schauen uns die Rückseite an. Also ihr seht hier, wir haben hier zusätzliche Hotswap-Schächte für 3,5 Zoll Festplatte, 4 Stück. Und hier drüben auch noch 4 weitere für SSDs im 2,5 Zoll Format. Ja, und wir müssen jetzt auf jeden Fall mal hinten die Rückseite abnehmen, weil ihr habt ja vorher gesehen, es ist Wasser rausgekommen. Und ich habe jetzt echt Angst, weil das Problem ist, hier unten sitzt das Netzteil. Und wenn da Wasser hingekommen ist, dann sieht es leider ganz schlecht aus. Und ich hoffe jetzt mal, dass das nicht der Fall ist. Und wie gesagt, das ist noch nicht die Originalscheibe. Ihr seht da, das ist Plexiglas. Da sind auch schon Kratzer drin. Da kommt auch noch eine schöne Glasscheibe hin. Die wird gerade bei einem Glaser in München, wird die gerade für uns gefräst. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie nass das Ganze geworden ist. Die Schraube will nicht raus jetzt. Okay. Oh, das sieht auf jeden Fall nicht ganz so gut aus, als überall nass. Ja. Das ist auch irgendwas runtergelaufen. Also ich hoffe mal, wie gesagt, dass es nicht irgendwie da unten reingekommen ist. Mal hier das Netzteil, wenn das Netzteil sitzt Wasser. Da drunter. Also ich mache das jetzt mal schnell weg. Wisch das mal also ihr seht jetzt eben schon hier auf der Rückseite ist eben das HMX3-Logo, das dann auch von innen beleuchtet werden soll. Und was ich auch mega cool an dem Gehäuse finde, ist, dass ihr jetzt hier quasi eine doppelte Backplate habt. Also jetzt die Kabel gehen jetzt quasi alle hinter diesem Logo entlang. Das heißt, von vorne seht ihr nicht die Kabel, nicht von hinten seht ihr nicht. Also das ist halt wirklich ein richtig, richtig cleanes Bild, ohne dass halt mal irgendwelche Kabel sieht. Die sind nämlich alle versteckt. Wie gesagt, in den Radiatoren, das Wasser kriegst du nicht ganz raus, auch aus dem Kreislauf nicht. Und genau, also in welchen Labs hat jetzt halt eben die HMX3 schon mal kurz vorbefüllt, weil sie halt eben testen wollten, ob das Gerät soweit funktioniert, weil sie wollten uns jetzt halt kein Gerät schicken, was jetzt irgendwie ein Problem hat.
Und es ist halt richtig, richtig schwierig aus einer Wasserkühlung, wenn die einmal befüllt ist, das Wasser wieder vollständig rauszukriegen. Also kriegst man sieht es eben vorne in den Tubes schon, dass überall noch ein bisschen Wasser drin ist und noch gerade in den Ausgleichbehältern. Was mich jetzt allerdings eher wundert, ist, wo es undicht ist, weil ich sag an sich, wenn das System davor gelaufen ist, muss es ja eigentlich dicht gewesen sein. Und man sieht ja vorne, dass die Abflusspropfen auch wieder dicht gemacht worden sind. Deswegen bin ich jetzt schon leicht erstaunt, dass hier irgendwo Wasser rausgekommen ist. Ist aber auch völlig normal, weil durch den Transport das Ding wird halt nicht wie mit Samthandschuhen angefasst. Also da kann schon mal sein, dass sich ein Anschluss lockert. Den müssen wir jetzt halt finden, bevor wir es befüllen. Und natürlich lassen wir sie jetzt erstmal stehen, damit sie trocknen kann. Ich gehe ja nochmal mit dem Föhn dann ein bisschen drüber. Vielleicht noch ein ganz interessantes Detail, und zwar die Anschlüsse. Also hier ist ja vorne, ne? Komm mal hier. Also hier ist der Anknopf und die Frontanschlüsse. Und hinten müsst ihr bei einem normalen PC sind die Anschlüsse vom Mainboard, aber das ist leicht versetzt eingebaut. Und wenn man hier mal die magnetischen Staubfilter abnimmt, dann seht ihr, hier sind die ganzen Anschlüsse fürs Mainboard. Und die kann man dann einfach einstecken, was man so braucht, und dann hinten, genauso wie das Stromkabel, dann hinten rausleiten, damit es auch relativ clean ausschaut. Und ihr seht ja auch hier bei den Platten, da ist so ein Bereich, der ist so ein bisschen, also quasi unsichtbar gemacht. Und das ist halt genau der obere Bereich, damit man dann nachher, wenn die Glasscheiben dran sind, nicht die ganzen Kabel sieht. Wie gesagt, das Netzteil müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Da gehen wir dann auch mit dem Föhn dran und lassen das ein paar Tage stehen. Und da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass das schön sauber und trocken ist. Sonst gibt es beim Power-Start, beim Start des Systems, einen kurzen. Ich glaube, da kriegen wir ein bisschen Ärger mit unserem Sponsor aus Seasonic, wenn wir da jetzt das Netzteil geschrottet haben. Das wäre, glaube ich, nicht so optimal. Ja. Das Netzteil sitzt übrigens hier. Ja, ich glaube, es wird auch gar nicht so einfach, da hinzukommen. Also ja. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Es ist halt eben kein Standardgehäuse. Also es ist nicht so, wie es in meinem normalen Gehäuse erwarten würde. Also wie gesagt, allein schon, dass das Mainboard gedreht ist. Ja, jetzt wollten wir die Kiste eigentlich befüllen und dann in Betrieb nehmen, damit ihr mal auch die ganze schöne Beleuchtung seht. Das lassen wir bleiben. Wir müssen erstmal checken, wo das Wasser überall hingekommen ist. Ganz genau. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass es eventuell das Netzteil erwischt haben könnte. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall alles mal da unten aufschrauben und nachschauen, wo das Wasser überall hingekommen ist. Aber das ist eine gute Möglichkeit. Da gibt es nämlich noch ein weiteres Video für euch. Ja, außerdem haben wir die WD Black, die schnellen PCI Express 4 SSDs, so spät bekommen. Die müssen wir auch noch einbauen. Das heißt, wir können das Ganze auch noch mal ein bisschen auseinandernehmen und zerlegen. Und da gibt es dann, wie gesagt, ein nächstes Video. Und es wird auch noch Bildvideos geben. Ganz genau, und damit ihr die nicht verpasst und dann natürlich auch weitere interessante technische Videos, aktiviert doch gleich mal die Glocke und abonniert unseren Kanal. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten HMX3-Video. Ciao und bis dahin. Tschüss.